Hallöchen auf YouTube. Ich begrüße euch hier ganz herzlich zum Twitch-Livestream vom 13.05. mit 2K Games. Wir werden natürlich dieses Spiel spielen, wo ihr eigentlich so gern sehen wollt. Und ich freue mich auch ganz herzlich, euch es zu präsentieren. Ihr habt eine Abstimmung auf Twitter mitgemacht und habt gesagt, ihr wollt unbedingt von 2K Boston, 2K Australia und 2K... Schieße mich tot. Natürlich Bioshock Remastered 10. Und ich freue mich auch ganz herzlich, mit euch diesen Titel zu spielen jetzt. Unreal Engine Powered in dem Moment. Weil nicht nur, weil es für mich irgendwo ein Blind-Projekt sein wird, mit euch zusammen dies zu genießen. Nein, es kommt auch noch natürlich dazu, es soll ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel sein. Und wenn man halt jetzt, sag mal, zwischen diese zwei Spiele nehmen, wo ihr als Auswahl habtet. Ihr hattet ja einmal Prey 2017 als Auswahl und natürlich Bioshock. Kann ich es natürlich nachvollziehen, dass sie jeder eigentlich Bioshock sehen will. Weil Bioshock, klar gab es auch noch Stimmen für Prey, das weiß ich. Aber natürlich, ich denke mal, auf dies bezogen jetzt mal ehrlich, fast ganz YouTube spielt Prey und ich kann es auch nachvollziehen, weil Prey soll ein richtig guter Titel sein. Ich habe ihn selber, aber ganz ehrlich, ich habe noch keine Zeit gehabt, um es in Genuss zu kommen, um überhaupt zu testen. Und Bioshock ist halt ein Titel, klar ist er alt, wenn man so will, weil er ist, das Originale ist am 21. August 2007 rausgekommen, das heißt, das Spiel hat heute 10-jährige, nicht heute, sondern dieses Jahr 10-jähriges Jubiläum, wenn wir mal ehrlich sind. Es ist natürlich von 2K Games gemacht und dieser Titel, wir spielen hier die Remastered Edition, das soll jedem bewusst sein, ganz ehrlich, das soll wirklich jedem bewusst sein. Dies ist am 13. September 2016 erschienen mit Bioshock 1, 2 und Infinity in einer Box, wenn man so will. Eine Box für die PlayStation 4 und Xbox One als Remastered Titel. Ich bin ehrlich gespannt, ich habe mal kurz im Livestream mal kurz dieses Spiel gestartet, um zu gucken, ob wir natürlich ein flüssiges Bild hier drauf haben. Natürlich haben wir ein flüssiges Bild da drauf gekriegt, es würde mich wundern. Und ich denke mal, mit meiner neuen Grafikkarte macht das ja eh keine Probleme in dem Moment. So, dann würde ich sagen, wir starten natürlich jetzt ganz herzlich ein neues Spiel und freue mich auch ganz herzlich. Ich werde es hier so, scheiße, nee, es wird eigentlich im Bild für euch nicht heller. Das heißt, ich bleibe auch lieber bei der Helligkeit, weil das bringt ja eh nichts, wenn ihr es eh nicht heller seht. Dann ist es ja eh Humbug, dass ich das heller stelle. Wenn wir alle sehen. Deswegen verwerfen, nein, ändern und starten. So, Schwierigkeitsgrad auswählen ist natürlich, bist du ein Shooter-Neuling? Natürlich nicht. Du hast fortgeschritten, du hast bereits andere Shooter gespielt. Ja, das habe ich. Du bist ein absoluter Shooter-Experte. Nein. Bereite für die wahre Herausforderung? Nee, wir bleiben lieber bei fortgeschritten normal. Man muss es ja nicht total übertreiben. Aber ich freue mich ganz herzlich mit euch jetzt dieses Intro zu machen. Ich bin ehrlich gespannt, weil wir werden ab nächster Woche auch den Stream Deck von Elgato haben, ob ich dann vielleicht die Webcam ein- und ausblenden kann. Das hoffe ich wirklich von der Funktion her, weil bei XSplit kann ich das hier jetzt nicht machen. Deswegen tut mir leid, dass jetzt die Webcam da ist. Okay, tut mir ganz herzlich leid. Aber starten wir doch jetzt einfach. So. Ich bin echt jetzt mal echt gespannt, ob das... Ich habe so viel gehört von dem Spiel. Ich habe es mir gekauft, aber noch nie gespielt. Ich habe so einen großen Berg der Schande und das ist so heavy. Und ich muss den endlich mal abspielen. Und das Problem ist, es werden immer mehr Spiele, weil es gibt zurzeit immer öfters Angebote, wo mir Spiele gefallen, wo dann 4-5 Euro kosten und dann wird der Berg der Schande immer größer. Aber was will man dran ändern? So ist das Leben. Das Leben ist kein Ponyhof. 1960, Mitte im Atlantik. Als mich meine Eltern in das Flugzeug nach England setzten, wo ich meine Verwandtschaft besuchen sollte, sagten sie zu mir, Sohn, du bist etwas Besonderes. Du wirst große Taten vollbringen. Glauben sie mir, sie hatten recht. Schön. Aber die Zigarette begrüße ich natürlich trotzdem nicht. So, so wie es aussieht,
Atme eine Bruchlandung ins Meer mit dem Schwert, genau. Nee, mit dem Flugzeug natürlich. So, oh. Da sehen wir, das ist bestimmt das, die Brosche von der Titanic. Das war's mit dem Schiff. Mit dem Flugzeug. Wie komme ich jetzt auf Schiff? Hallo? Das ist ja ein Flugzeug. Und raus mit ihr. Wow. Das sieht doch schon mal sehr schön aus. Die Wassereffekte sehen doch schon mal wunderprächtig aus. Dann starten wir doch mal. Ja, das Feuer über Meer. Aber wo ist halt der Gegenknall? Ist natürlich dieses Flugzeug gegen diesen Turm geknallt? Das ist halt eine sehr, sehr gute Frage, die ich mir stellen tue. Aber ich bezweifle dies, dass das so passiert ist. Es war einfach eine Bruchlandung, einfach vermute ich mal. Sonst würde das Flugzeug noch mehr zerrissen sein, wie es schon ist. Gut. Gehen wir auf die Treppen hinauf. Ich meine, den Anfang kenne ich ja vom Spiel, aber mehr wie den Anfang kenne ich auch nicht. Deswegen bin ich mal jetzt gespannt. So, die Tür geht zu. Halleluja! No gods or kings, only one man of destruction. Ja. Kann ich runterspringen? Ne, ich muss da runter. Das ist Fakt. Ich bin echt mal jetzt gespannt, was uns hier geboten wird. Es soll ja eine extreme Unterwasserwelt sein, wie halt Soma. Und Soma, ganz ehrlich, fand ich damals schon als Titel richtig, richtig fein. Es war echt ein cooler Titel. Soma war echt ein geiler Titel. Den habe ich wirklich von vorne bis hinten genossen. Der war wirklich mua, mucho mio, brio. Weil er auch noch so ein bisschen nicht nur konfus auf eine Art und Weise war, weil er war halt richtig cool dargestellt. Was geht jetzt ab? Okay. Ich bin Andrew Ryan und ich möchte Sie eines fragen. Steht einem Menschen nicht das zu, was er sich im Schweiße seines Angesichts erarbeitet? Nein, sagt der Mann in Washington, es gehört den Armen. Nein, sagt der Mann im Vatikan, es gehört Gott dem Allmächtigen. Nein, sagt der Mann in Moskau, es gehört allen. Ich konnte keine dieser Antworten akzeptieren. Stattdessen entschied ich mich für etwas anderes. Für etwas Unmögliches. Ich entschied mich für Rapture. Okay, eine Stadt unter Wasser. Eine Stadt, in der der Künstler keine Zensur fürchten, der Wissenschaftler sich keiner engstirnigen Moral beugen muss, in der diejenigen, die zu große bestimmt sind, nicht durch die kleinen Lichter gebremst werden. Wenn auch sie im Schweiße ihres Angesichts für dies kämpfen, kann Rapture auch ihre Stadt werden. Interessant. Okay, wir haben da ein Roboter-Vieh. Das ist eigentlich cool. Okay, das tut reparieren. Ich glaube, der tut reparieren. Hoffe ich zumindest mal. Es sieht auf jeden Fall mal ganz cool aus. Es sieht wirklich... Keine Ahnung, was da los ist. Der Leuchtturm ist vom Feuerschein hell erleuchtet. Da muss ein Flugzeug abgestürzt sein. Aber wir sind mitten im verdammten Atlantik. Ich meine... Ich kapiere das nicht. Mach dich auf den Weg, aber schnell. Bis Bleiser kommen. Oh, das war eigentlich jetzt nicht... Okay, ich kann selber mir den Ton nicht mehr leise machen. Das wollte ich eigentlich gerade machen. Da kommt Pause. Warum, wieso, weshalb, verstehe ich selber gerade nicht, aber... Lass mal einfach mal so im Raum stehen. Okay, wir sind in Rapture angekommen. Die Frage ist, was wird uns hier im Paradise von Rapture so erwarten? Das ist eine sehr gute Frage. Die Spielstellen werden natürlich geladen. Wie ihr wisst ja, im Livestream werde ich ja hier gar nichts rausschneiden. Das ist ja in der Regel so. So, meistens, wenn ich jetzt ein Let's Play gemacht hätte, hätte ich das eh rausgeschnitten. Okay, dann gehen wir mal hoch. Mhm. Was ist da vorne? Sie zoomt so niedlich. Hat die Hake wie Captain Hook in der Hand? What the fuck? Was geht ab hier? Ist das ein Mutant? Alter! Eiser!
Ha! Einfach mal zerlegt ihm mit dem Bauch. Was willst du für ein hässliches Vieh? Das fängt ja schon sehr gut an. Was Neues? Was meinst du mit Neues? Scheiße, nein, das war auch falsch. Blöd, dass jetzt da die Knöpfe geballert ist. Ich wollte gerade wirklich lauter machen, weil es mir ein bisschen doch zu leise war. Okay. Okay, die ist echt bekloppt und wahnsinnig. Die Frage ist... Kannst du so freundlich das Funkgerät dazu nehmen? Welches? Das hier? Okay. Keine Ahnung, wie du den Absturz überlebt hast, aber wo die Vorsehung im Spiel ist, stelle ich keine Fragen. Ich heiße Atlas. Ich will, dass du am Leben bleibst. Dankeschön. Wenn du hier wegkommst, wir müssen dich ein Stück nach oben bringen. Das ist doch wenigstens ziemlich feucht. Geh weiter nach oben. Atme tief durch und geh aus der Tauchkugel raus. Keine Sorge. Lass dich nicht hängen. So, diese wieder... Du wirst sie aus ihrem Versteck locken. Du wirst mir jetzt vertrauen müssen. Okay, sollte es passieren, dass dich einer der feindseligen Bewohner von Rapture tötet, wirst du in der letzten Vita-Chamber, die du basiert hast, wiederbelebt. Ein Teil deiner Gesundheit wird dabei wiederhergestellt und erhält immer auch zumindest eine kleine Menge Eve. Vita-Chambers funktionieren automatisch, sie müssen nicht aktiviert oder benutzt werden. Gut zu wissen. Nachrichten haben wir nichts hier. Die Karte natürlich. So, darf ich jetzt rein oder habe ich sie automatisch aktiviert? Okay. Mir gefällt eigentlich gerade die ganze Scheiße hier nicht. Was schenkst du mir? Nur noch ein bisschen näher. Oh. Eine Rohrzange oder sowas ähnliches zu besorgen? Verdammten Spleißer haben Johnny eingekesselt, bevor sie ihn... Oh, dieses Drecksgesindel. So, gut. Also normalerweise müsste ich sogar ein paar Knöpfe umstellen, weil mit C zu drücken wie bei Outlast 2 schmeckt mir eigentlich nicht. Da tue ich eigentlich lieber mit Ding arbeiten, mit STRG. Aber okay. Und wo renne ich? Kann man hier rennen? Überhaupt? Das frage ich mich gerade ernsthaft. Wenn nicht, müsste ich sogar ein paar Knöpfe noch schnell umstellen. Dappischerweise. So, jetzt habe ich eine Rohrzange. Was ist da? Was ist das? Ich sehe einfach echt gar nichts. Ich vermute mal, ich muss da drauf kloppen. Und jetzt, okay, C drunter. Alles klar. Hoppa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 . Bleib weg mit dem Scheißteil. Okay, wo sind die Bekloppten? Da sind sie. What the fuck? Komm! Voll auf die Fratz! Und das war's mit dir. Alles klar, was kann ich von dir decken? Eine Eve-Spritze und ein Verbandskasten. Alter, wie bekloppt ist das hier? Ich meine, ich weiß, dass das Spiel angeblich leichte Horror... Also so leichte Horror-Spieleffekte haben soll. Aber das fängt schon mal sehr gut an. Oh, Kartoffelchips. Oh, ein Pep-Riegel. Okay, das soll die Stadt sein. Rapture. Ich mag das irgendwie nicht, dass ich nicht rennen kann. Oder rennt man nur mit dem Modus? Das kann auch gut möglich sein. Hey, was ist das hier? Elektrovolt. Was ist das? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Werden wir jetzt sehen. Bleib ruhig, der genetische Code wurde gerade von einem Plasmid namens Electrobolt komplett umgeschrieben. Keine Sorge, du wirst dich gleich daran gewöhnen. Wohl auf die Fratz gelandet. Was geht? Der kleine Fisch da sieht aus, als wäre er gerade frittiert worden. Ich möchte wissen, ob er noch ein bisschen Adam hat. Hä? Das muss ich echt nicht nachvollziehen, was das hier gerade zu bedeuten hat. Das unterbauen, Schwächling.
du bist ein armseliges Würstchen. Das kleine Fischlein hat es gar nicht verdient, von einem Big Daddy beschützt zu werden. Feigling, hab ich's mir doch gedacht. Mit dem Eisen-Daddy, da kannst du auch nicht viel ausrichten. Du okay. Bist in die Konservendose, so oder so. Dann lassen wir es einfach mal so im Raum stehen, oder? Was anderes bleibt uns eh nicht übrig, wenn wir mal ehrlich sind. Okay, oh. Das ist damit gemeint. Ach, das ist doch eigentlich auch dieses Bioshock-Symbol. Nenn ich mal jetzt mal so. Niemand ist dabei als ein Engel. So. Ich sehe, wie Luft aus seinem Bauch kommt. Warte mal. Er atmet noch. Aber das macht nichts. Ich weiß ja, dass er bald schon ein Engel ist. Was soll das sein, ein Engel? What the hell? Ja. Okay. Gut, mein Junge. Alles gut. So. Ganz schön rein. Wir haben Elektrobolt gesammelt. Eine Faust wie ein Blitz, oder? Okay. Gut, wir haben jetzt Elektrobolt gesammelt. Ja, ich drücke jedes Mal Shift, weil ich erhoffe mir, dass ich damit rennen tue, weil es die meisten Spiele Shift rennen ist. Aber irgendwie bei dem nicht. Okay, jetzt haben wir diese Dinge. Okay, jetzt gucken wir mal, wo wird das einsetzen. Ich vermute mal, das müssen wir bestimmt an der Tür einsetzen. Vermute ich. Sicher bin ich mir natürlich nicht, aber... So, schließe um die Tür. Alles klar. Okay. Ach ja, klar, warum nicht? Da fließt mal einfach mal das scheiß Ding da rein. Sauber die Holke schön. Yo, klar, warum nicht? So, wie komme ich jetzt? Also dadurch. Ich glaube, ich muss mich sogar beeilen, bevor, denke ich mal, zu viel Wasser jetzt hier reinkommt in die Kabine. Komm. Okay, ich denke mal, ich muss hier hoch, schnell. Jupp. Alles klar. Aha, interessant. Eine Eve-Spritze. Ja, die heben wir mal auf. So, was können wir bei dir mitnehmen? Wow, what? Was war das? Am besten verpasst du ihnen einen Stromschlag und ziehst ihn anschließend noch eins drüber. Links-Rechts-Kombination. Denk an den One-Two-Punch. So. Und jetzt zack. Ha! Eigentlich cool, eh? Guck mal. Bam, bam, bam. Weil du so hässlich bist, noch einmal drauf. Ach, bist du hässlich. Einen wunderschönen guten Abend, mein lieber Okawa. Ich begrüße dich ganz herzlich zu meinem Livestream von Bioshock. So, wir haben die Wiederchamber erreicht. Sodele. Oh, hallo. Bleib hier. Und voll auf die Fratze, weil du... Alter, bist du hässlich. Guckt euch nur das Gesicht an. Krass. Oh. Ah, ich denke mal, wir müssen bestimmt jetzt hier rein. Oh, okay. Interessant. Wow. Okay. So, was kann ich von dir kriegen? Ah, eine Eve-Spritze, das ist doch schon mal wunderbar. Wenn ich immer jedes Mal eine Eve-Spritze mache, behalte ich wenigstens auf jeden Fall diese Kombination mit der Elektro-Sache und natürlich mit dem Schraubenschlüssel. Läuft doch. Hör zu, ich habe Familie. Ich muss sie hier rausschaffen. Aber die Splicer haben mich von ihnen getrennt. Wenn du es bis zu ihnen schaffst nach Neptunes Bounty, dann könntest du sie vielleicht... Du meinst jetzt bestimmt, das Leben hat dir schon übel genug mitgespielt. Aber du bist meine letzte Hoffnung, meine Frau und mein Kind jemals wiederzusehen. Such Neptunes Bounty. Such meine Familie. Bitte. Natürlich ist das natürlich unser Ziel, dass wir seine Dings finden, ne? Seine Eltern, formulieren wir es mal so. Okay. Komm. Oh, schöne Pistole. Das ist doch schon mal wunderbar. Okay, wer soll das sein? Okay, das war's. Ah, da haben wir eine Vita-Chamber wieder. Ich frage mich, ob die automatisch aktiviert werden oder ob wir sie aktivieren müssen. Okay, wir müssen in dieses Kashmir-Restaurant rein.
So, kriege ich gleich Besuch? Ich glaube, da unten werden bestimmt Leute sein. Oh, eine herrliche Maske. Wieso nicht ein bisschen mit einer Maske rumrennen? Warum nicht? Oh, ein Hase. Hier. Oh, wer flucht hier rum? Okay. Ich verstehe jetzt nicht, was das zu bedeuten hat, wenn ich das hier anmache. So, ein Tagebuch haben wir aufgemacht. Toilette, ja. Warum nicht? Fuddy, Fuddy. Oh. So. Gerade noch so eigentlich benutzt, wenn wir mal ehrlich sind. Die Eve-Spritze nehme ich natürlich ganz herzlich mit. Okay, einmal Klo, aber ich muss eigentlich... Eigentlich muss ich nicht auf Toilette. So. Wo war das gerade mit dem Aufmachen? Alter, wer schreit hier rum wie ein Bekloppter? Ich denke mal, das wird bestimmt da drüben sein. Vermute mal hier drüben.